Und die Parkeintrittsgebühren, die Ausweise mit Riesenköpfen, Donnerwetter. Jetzt passen alle Teile des Puzzles zusammen. Das intergalaktische Ungeheuer, dem ich mein Leben lang nachgejagt bin. Richtig! Das bist du? Na, du Idiot! Hat es dir endlich mal die Sprache verschlagen? Also, nein, eigentlich nicht. Darf ich dir zwei Fragen stellen? Nennen wir es deinen letzten Wunsch? Gut. Erstens, wo ist die Toilette? Und wie lautet die andere Frage? Die zweite Frage. Warum hast du dir solche Mühe gemacht und jahrelang mit Engelsgeduld einen Kürbis aus Zucker gebastelt? Du hättest doch über Nacht einen aus Beton oder Eiche herstellen lassen können, der denselben Zweck erfüllt hätte. Naja, du kennst doch den Spruch. Rache ist süß. Vielleicht habe ich das zu wörtlich genommen. Aber sag mal, warum müssen Bösewichte ihre diabolischen Machenschaften eigentlich immer erklären? Ach, was soll's. Du hast sowieso keine Gelegenheit mehr, es irgendjemandem zu sagen. In ein paar Minuten sitzt du auf einer Wolke und spielst Harfe. Und weißt du, was das Komischste daran ist? Dass ich dich eigenhändig und ohne einen einzigen Zeugen umbringen werde. Wenn du auch nur einen Finger deiner unterentwickelten Greifwerkzeuge gegen mich erhebst, werde ich einen derart feigen Knechtschrei ausstoßen, dass dir das Blut in den Adern gefriert und du gar keinen Spaß mehr daran hast. Und außerdem stimmt es gar nicht, dass es keine Zeugen gibt. Darf ich vorstellen? Joelle, meine Sekretärin. Genau. Und sie wird die ganze Zeit zusehen. Sei nicht albern. Das ist nur deine Hand mit einer Perücke. Bist du da wirklich ganz sicher? Selbstverständlich. Das ist also nur meine Hand, ja? Ja. Dann kannst du dir sie ja ruhig etwas näher ansehen. Doink. Haha. Nanu? Was zum... Hey... Ich bin frei! Frei! Der Kürbis ist weg! Donnerwetter, das war knapp. Aber ich habe den Fall gelöst. Jetzt muss mir der Chef endlich meine Zahnarztversicherung bezahlen. Ach, Mist. Heute Morgen bin ich neu geboren worden. Ich beginne ein neues Leben. Ein Leben ohne teuflische Verschwörungen, ohne Verfolgungswahn. Ein Leben ohne Kürbis auf dem Kopf. So seltsam es auch klingen mag, liebe Spieler, wir sind am Ende unserer Geschichte angelangt. Pantagruel hatte es nicht leicht. Aber letzten Endes ist es ihm gelungen, alle Leute aus dem Park zu bringen, bevor der Kürbis fiel. Also ging alles gut. Und wir können versichern, dass während der Entwicklung dieses Spiels kein Tier verletzt oder misshandelt wurde. Das habe ich schon für dich erledigt. Falls euch dieses lange und weiterbildende Spiel keinen Spaß gemacht hat, dann gebt bitte nicht den Entwicklern die Schuld. Die haben wirklich ihr Bestes getan. Das tun sie doch Wenn immer. Wenn ihr also mit unserem kleinen Privatdetektiv gelacht und geweint habt, dann ist uns das und natürlich der Riesenhaufen Kohle, den wir verdienen werden, mehr als genug Entschädigung für die Unmengen Zeit und Energie, die wir in dieses Spiel investiert haben. Aber genug gefaselt, werden wir wieder ernst. Ihr fragt euch sicher, was aus Tony Tuff geworden ist, dem Privatdetektiv, der übermäßiges Sabbern zur Tugend gemacht hat. Nun denn, wenn der Himmel während der nächsten Halloween-Nacht wolkenlos ist, dann hebt eure Köpfe von euren Tastaturen. Wahrscheinlich seht ihr ihn dann am Himmel vorbeifliegen, durch die Reibung der Atmosphäre in einen flammenden Kometen verwandelt. Und wenn ihr dann eure Hälse streckt, um seinen rasenden Flug durch den Weltraum zu verfolgen, dann lächelt, meine Freunde, und freut euch, dass euch so etwas nicht passieren kann. Was wollte ich gleich als nächstes sagen? Vielleicht, wie du dein Rheuma loswerden kannst. Ach, egal. Hey, Leute! Leute!
Worauf wartet ihr noch? Holt mich endlich hier raus! Dieses ätzende Spiel ist endlich vorbei, also macht schon! Los, kommt schon, Leute! Hört auf, herumzualbern! Leute? Hey! Leute! Wie gewohnt lasse ich jetzt noch die Credits zu Ende laufen. Zum Schluss, wenn überhaupt Credits kommen. Ja, kommen Credits. Zum gründenden Abschluss von Tony Tuff. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dann!